In diesem Video sehen wir uns an, wie man eine Tabelle im JSON-Format speichern kann. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Wie eingangs erwähnt, habe ich nun folgende Aufgabenstellung, und zwar habe ich hier eine Tabelle am SQL-Server, welche ich in ein JSON-Format transformieren möchte. Dazu bietet der SQL-Server bzw. die Sprache SQL einen Befehlssatz an, mit dem ich das durchführen kann. Sehen wir uns das nun anhand eines Beispiels an. Ich habe eine Tabelle in der AdventureWorks-Datenbank, welche folgenden Inhalt hat. Die Tabelle Person beinhaltet nun die einzelnen IDs sowie die Namen und noch weitere Attribute. Diese Tabelle möchte ich nun als JSON-Format anzeigen bzw. transformieren. Dazu habe ich eine Abfrage vorbereitet, und zwar hier. Es erfordert folgenden Befehlssatz in SQL, und zwar ein einfaches Select von der gewünschten Tabelle und am Ende mit dem Zusatz for JSON path, Komma und anschließend root, welche ich mit den Namen der Tabelle parametrisiere. Nachdem ich nun das entsprechend angeführt habe, erhalte ich nun das Ergebnis. Und ein Blick auf das Ergebnis zeigt mir, dass ich nun den Inhalt, wie hier mit Copy-Paste eingetragen, ein entsprechendes JSON-Format besitzt. Wie ihr seht, könnt ihr mit diesem Befehlssatz eine Tabelle ganz einfach in ein JSON-Format übertragen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss, danke und bis bald.